Jü, dämmer fleißig weiter mit der Kampagne. Wir haben inzwischen Version 1.03. Also es wird fleißig daran gearbeitet, dass die Bugs gefixt werden. Sin of Damnation und Artefakt. Hole das Blood Angel Artefakt zurück, während du die Gene Stealer in Schach hältst. Sieht aus wie ein Thron oder so. Okay. Gucken wir mal. The main attack is now imminent. However, Brother Librarian Galastarius has made a discovery. The Wrath of Baal, long thought lost, is here within this hulk. For 9,000 years it has languished here, and with it the artifact it was bearing to Terra. Thought lost for so long, now it will return to us. Sergeant of the squad, accept your orders. Two squads are at your command. You will deploy your Terminators here. Scans have detected Gene Stealer presence in these areas. Deep scans indicate the target is in this area. Get the squad safely to the exit zone. Locate the artifact and return. To leave it in the hands of the Gene Stealers is unthinkable. Okay, also einmal hier durchkämpfen. Hat er gesagt, ein Squad oder zwei Squads? Es sind 7 Felder. Okay. Also ich denke mal, wir sollten trotzdem über 2 Korridore drauf zulaufen. Damit halt nicht alles sich in einem Korridor massiert. Und dann wir mit Ladehemmung zu kämpfen haben und immer viele Command Points überhaben müssen am Ende der Runde, damit wir ganz viel in einem Gang töten. Wenn wir uns ein bisschen aufteilen, dann müsste das besser laufen. Warum ist das so ein kleines Endstück? Oder gut, ist ein Hulk, kann man nicht vorher ausrechnen. Aber ja, also einmal da hinten hin, da schnappen und dann wieder hierhin zurück. Mit dem Artefakt und mit möglichst allen Terminatoren. Das würde ich ja doch mal ganz gerne hinbekommen. Klingt schon mal nach einer ganz schönen Herausforderung. Also allein schon die Mission zu schaffen. Ganz zu schweigen davon, das mit allen zu schaffen. Aber gucken wir. Select. Wrath of Baal. Das sagt mir aber auch was. Ich glaube, das war in irgendeinem Buch sogar drin, das Schiff. Blockiere Korridore mit brennendem Prometheum von einem schweren Flammenwerfer, um den Gene Stealer die Bewegung einzuhalten. Ja. Das ist soweit richtig. Es ist aber nur 6-mal möglich. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es früher verschiedene Feuermodi für den Flammenwerfer gab. Also einmal diesen Raum ausbrennen, den wir jetzt die ganze Zeit benutzen, aber auch ein Einzelfeuer, der dann weniger Munition verbraucht hat. Aber ich weiß nicht, ob es das Brettspiel war oder eins von den Space Hulk-Spielen richtig. Na gut, scheint schon mal keine lange Ladezeit zu sein, denn ich höre jetzt schon die Spielwelt über die Kopfhörer. Ganz leise vor sich hin brummen. Auf dem Banner steht sogar Wrath of Baal. Sehr schön. So, wen haben wir da? Wir haben einen Librarian. Plus 1 auf den Würfel im Nahkampf. Haben psychische Fähigkeiten. Warum wird uns das jetzt erst erklärt? Den hatten wir doch letzte Mission schon. Oder wurde es uns da auch schon erklärt? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, ob es letzte Mission auch schon war. Ja, okay. Wir haben Squad Lorenzo, Squad Caustarius. Okay. Der Boden sieht hier sehr komisch aus. Aber es ist mal wieder ein neuer Boden. Und das ist auch schön. Allein so eine Kleinigkeit. Aber wir spielen ja eigentlich immer in denselben düsteren Gängen. Nur sind es halt nicht dieselben, sondern immer wieder was anderes. Dadurch wird das wenigstens ein bisschen aufgelockert. Und hey, der Gang ist gar nicht wirklich begehbar. Das ist nur Deko. Ja, ist doch schick. Okay, also da hinten müssen wir hin. Zu ihm hier. Den Kelch müssen wir garantiert holen. Das ist ja so eine Blood Angel Sache. Vor dem Kampf immer einmal sich ritzen, Blut da rein tröpfeln lassen und dann alle davon trinken lassen. Wrath of Baal. Baal ist der Heimatplanet. Oder der Ursprungsplanet der Blood Angels.
Aber gut, wer kommt jetzt wohin? Wir haben den Clown-Terminator. Das heißt, mit dem können wir versuchen, einen Gang zu blockieren. Am besten keinen so wichtigen Gang. Vielleicht einfach nur hier. Aber gut, wir schicken ihn mal nach vorne. Dann ruhig dich. Dann einen Flammenwerfer, der ebenfalls einen Gang blockieren wird. Dahin, dich dahin, dich dahin, dich dahin, dich dahin. Deploy. The Emperor's finest. Soweit, so gut. Neu würfeln. 1 und 1? Ernsthaft? Okay, du. Dahin. Yes, Commander. Du machst die Tür auf. Oder du musst immer die Tür aufmachen. Stellst dich einfach dahin, guckst nach da und bist immer im Guard-Modus. Und dadurch wird der Gang hoffentlich für eine Weile zumindest blockiert. Du läufst hinter ihm hinterher. Und gehst danach da rum. Warte mal, taktische Karte. Genau, das heißt, nur von da können Gegner kommen. Das heißt, er kann ruhig ein, zwei Runden einfach in die Richtung laufen. Dann nehmen wir den Flammenwerfer. Den stellen wir irgendwo hier hin. Oder hier hin vor die Tür. Und der blockiert halt den Eingang. Das heißt, die beiden Elemente, mit denen ich nicht ganz so gerne spiele, Flammenwerfer und Lightning Claws, blockieren jeweils einen Eingang. Und die fünf anderen werden dann halt von allen anderen Terminatoren gedeckt. Das müsste passen. Okay. So, du bist der Flammenwerfer. Genau, du musst nach da oben. Dann kommst du... Ja, kannst ruhig den einen Punkt benutzen. Du dahin. Du dahin. Alle schön aufrücken. So. Hier könnte der Blip auftauchen. Eins, zwei... Ne, warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und ein Gegner kann vor dem Blip landen, wenn er aufgedeckt wird. Aber nur, wenn ich es nicht sehe. Irgendwie so war das. Aber gut. Wir stellen ihn erstmal hier, machen die Tür nicht auf, gehen in Guard-Modus. Und sobald die ersten Terminatoren an ihm vorbei sind, macht er wieder einen Schritt zurück und geht dann in Guard-Modus. Einfach nur, damit er ein Feld weiter vor sich hat. Zur Sicherung. End turn. Guck mal, gleich von da unten kommt einer. Zwei Blips. Drei Blips. Okay. Muss, ja. Interessant. Interessant, interessant. Und eins auf zwei gewürfelt. So, du gehst dahin. Und gehst in Guard-Modus. Du gehst einfach weiter. Und vertraust darauf, dass er seine Sache schon gut macht. Aber dass die alle jetzt da rauskommen, hat mich ein wenig irritiert. Ich könnte einen psychischen Sturm hinmachen. Aber ich weiß nicht, wie gut das bei den Blips funktioniert. Treib sie. Ja, ich glaube, ich mache das sogar. Weil das hat keinen Sinn, wenn wir jetzt in der ersten oder in der zweiten Runde schon unseren Clown-Terminator verpulvern. Also drücken wir mal die Daumen. Dass irgendwelche Blips umkippen. Jo, der ganze Blip ist kaputt, wenn er getroffen wird davon. Okay. Das war mir die 3 Psi doch wert. So, du bist der Flammenterminator. Du gehst bitte dahin. Genau, beweg dich. Du dahin, du unten rum. Du dahin drehen. Das heißt, wir haben unten Klaue, Psionika, Stormbolter. Oben Flammenwerfer, Stormbolter, Stormbolter. Und er hier geht durch die Mitte. Also, oder die gehen durch die Mitte und er geht oben rum. Irgendwie so rum. Dass wir doch alle drei Gänge nehmen. Wir haben noch zwei Punkte über. Ich glaube, damit bewege ich den Flammenwerfer weiter nach vorne, damit er eventuell nächste Runde schon hier lang brennen kann. Hier haben wir es ähnlich, ne? Boah, ist das dunkel. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Tür.
Ja, dann müsste ich hier stehen, um ganz sicher zu gehen. Okay, erstmal jetzt schauen, was der eine Blip hier macht und wie sich der Clown Terminator schlägt. Wenn wir Pech haben, fällt er in der ersten Runde. Und die hier werden rückengekrallt. Aha. Meins. Zwei. Und da gibt es auch keine Ladehemmung. Sehr gut. Außer die Klauen sind irgendwann zu klebrig. Aber es dürfen sie eigentlich nicht sein, wegen dem Feld drumherum. So, 5 CP. Sehr schön. Du bleibst genau da stehen und gehst in Guard-Modus, weil ich will ihn nicht angreifen. Wir haben nur im Guard-Modus den Bonus, dass wir neu würfeln dürfen. Und das wird sehr viel ausmachen. The Emperor is my shield. Genau. Der Imperator und deine Lightning Claws sind dein Schild. So, die hier. 1, 2, 3 Tür öffnen. 4, 5, 6. Bis dahin kommen die. Die Tür ist allerdings zu. Das heißt, es bringt nichts, hier in Overwatch zu gehen. Du gehst uns einfach vorwärts. Du gehst hinterher. Moving to target coordinates. Von da kommt kein Blip? Nein. Das heißt, du kannst dahin. Stopp. Du kannst dahin gehen und dich umdrehen. Halt, 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 zurück. Du musst doch dahin gehen, um die Tür aufzumachen. Weil sonst kommt hier irgendwann ein Blip raus, stellt sich vor die Tür, er steht hier hinten und dann kann er mit dem Flammenwerfer nur den Weg blockieren. Aber kann nicht den Blip umbringen. Oder die Jeans-Dealer, je nachdem. Also ja, so ist besser. Du. Die sind nur da unten, richtig? Richtig. Drei Jeans-Dealer und ein Blip. Das heißt, der mittlere Korridor kann ganz normal vorrücken. Du. Und du. 5 Punkte haben wir jetzt noch. Für einen Punkt mache ich, glaube ich, die Tür auf. Für 2 Punkte laufe ich einmal rückwärts. Die Tür ist auch zu. Also hier irgendwo Overwatch bringt auch nichts. Das heißt, wir gehen mit dir mal 2 Felder vor, nur für den Fall, dass er jetzt hier ihn umbringt und dann hier rumläuft und ihn in den Rücken krallen wollen würde. Ja, sehr gut. Enter. Einzige, was passieren kann, ist hier unten beim Clown Terminator. Komm, 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 komm. Ja, sehr schön. Da kommen die anderen, die kommen aber nicht nah genug ran, das ist okay. Das sind viele. Und da kommen die ersten 5 Flammenwerfer. 2 Neuwürfeln. 6. Sehr schön. Du musst ein Feld vor. Musst die Tür öffnen. Und kannst jetzt nicht feuern. Warum kannst du nicht feuern? Ich will. Oh oh. Weil die Tür gerade zugemacht hast und nicht auf. So, brennen. Blip. Blip überlebt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Müsste er überleben? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber der kann einen nach vorne springen. Den könnte er angreifen, der hier wird tot. Also muss ich jetzt doch noch einen Schritt nach hinten mit ihm machen oder die Tür zu. Muss ich mir überlegen. Du gehst wieder in Guard-Modus. Let them come. Let them come. Du bist jetzt etwas komplizierter. Du musst noch einen psionischen Sturm machen. Und zwar hier alle. Komm, 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 komm. Ein Toter? Ernsthaft? Okay, du. Geh mal dahin.